Na komm. Ach ja, und die hier. Ups, so. Die müssen auch noch raus. Und jetzt habe ich eine große. Die hält etwas länger durch. Ja, Montagemaschinen sind fertig, meine große Batterie ist fertig, die zwei Solarfelder da oben sind fertig. Noch irgendwas. Ich wollte seit 77 Jahren ja auch schon meine Züge da erweitern. Da. Reichen 200, ich hoff's. Nein, nicht in die Kiste. Ich wollte das nur ins Inventar legen. So. Das ist mein Blueprint, den ich brauche. Platz habe ich so gar keinen mehr, aber ich habe ja Roboter. Die bringen das Holz jetzt irgendwo hin. Ja, da können die Roboter auch hier den ganzen Müll mal mitnehmen. Ach, obwohl das hier der Stahl, der kann. Na? Das kann da rein, das kann da rein. Der Strommasten kann weg. Eben, der kann weg. Mit da unten rein. Okay. Und Beton wollte ich noch machen. Ja, alles eins nach dem anderen. Als erstes mal die Züge hier erweitern. Oh. Hierher. Genau, eins über den Signalen. Und das geht nicht, weil hier ein Strommasten steht. Das war sehr schlau, so. Dann bleibt nämlich der Strom erstmal. So, eins über den Signal. Zack. Okay. Gut. Das wird lustig. Ist da oben halt jetzt erstmal kein Strom, aber das kommt ja wieder. Und dann muss der Zug halt erstmal warten. So. Der kann auch weg. Falsches Gerät hier. Braucht doch die Schrot. So, na, da ist er. Zack. Dann kommt hier ja auch bald die Kurve. Genau. Ja.
Und zack. Und ich habe hier sogar noch Schienen. Kann ich den erstmal hier so umleiten? Es wäre ein Träumchen. Anscheinend. Ja. Gut. Dann kann der nämlich hier erstmal langfahren. Es müsste. Es müsste eigentlich gehen. Strom ist oben, ja. Es sieht zumindest alles verbunden aus. Schnell auf die andere Seite. Da ich hier nämlich sowieso dann weiterbauen möchte, könnte ich hier auch gleich die ganzen Steine und Bäume wegmachen. Ich hoffe, der Zug fährt. Na, es war mir klar. Aber okay. Dann kann ich erstmal in Ruhe hier diesen den Zug hier weiterbauen. Ohne Angst haben zu müssen, permanent überfahren zu werden oder sowas. So. Eigentlich müsste hier eine Kreuzung hin. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man die baut. Da müsste ich erstmal im Internet nachgucken. Also werde ich das dann im Nachhinein mal machen. Reicht das vom Abstand? Ich glaube. Ich glaube. Großer Strommassen hier. Ah, obwohl lieber hier. Vielleicht noch eins. So. Und dann müsste es, ups, wieder mit dem Blueprint weitergehen. Und zwar genau hier. Ja doch. Das sieht nicht schlecht aus. Das wird dann gleich erweitert. Das kommt hier runter und das. Was? Nee. So. Das muss noch weg. Genau. Dann kann das hier auch wieder weg. Der hier und der Teil. Und da war's. Da, der Teil. Genau. Dann noch ein Zugsignal. Eins hier und eins hier. Und dann kann der Masten hier auch weg. Und jetzt kann es wieder normal weitergehen. Zack. Und zack. Und zack. Deswegen, wenn man so einen Roboterhanger hat, gibt es eigentlich nichts Angenehmeres, als so Dinger dann zu bauen. Vor allem kann man sich dann auch in den Zug hocken und schon mal die Strecken vorbereiten. Und man braucht nicht andauernd aussteigen und die Gleise legen und irgendwas anderes. Man macht sich einfach einen Blueprint von einem so einem Streckenstück und fertig. Die Roboter machen dann den Rest. Okay, das war zu weit. Das ist aber nicht schlimm. Die Verbindung fehlt jetzt. Das ist aber auch nicht schlimm. Obwohl ich mich frage, warum. Aber okay.
So, da steht wieder alles unter Strom. Und dann kommt... Der Zug kommt dann hier... Hier hoch. Da hoch. Und ich hätte ganz gerne dieses eine Gleis hier. Warum erwische ich das nicht? So. So, das muss in den Bahnhof rein zeigen und das muss raus zeigen. Und dann müsst ihr eigentlich wieder fahren. Muss das vielleicht doch eher hierher? Achso, Moment. Dann hätte ich ganz gerne noch hier ein Signal. Einfach so. Dann mal eben zurückfahren. Achso, das, ich glaube, die Signale am Bahnhof stimmen auch noch nicht. Am Hauptbahnhof. Gut, wenn halt einfach mal ein Teil der Strecke fehlt, würde es mich auch nicht wundern, warum das Ziel nicht erreichbar ist. Oh, dann mal aussteigen. Der Zug wartet ja jetzt, glaube ich. Hier das Gleiche. Das muss in dem Bahnhof zeigen und das muss aus dem Bahnhof raus zeigen. Hier würde, falls zwei Züge unterwegs sind, der Zug warten. Dann kann der jetzt nur mal starten. Eigentlich müsste es jetzt gehen. Und wenn nicht, dann muss ich halt eben kurz unterbrechen und schauen, wie ich das bei meinem anderen Spielstand gemacht habe. Aber ich kann mich erinnern, dass es so um den Dreh war. Aber ich werde es ja gleich sehen. Wenn er denn mal losfahren wird. Er fährt los. So, das müsste dann grün werden, jawohl. Das Teilstück kann dann weg. Okay, das Signal war rot, weil da ja noch so eine S-Kurve drin ist. Die schalten alle. Er kommt an. Der Zug hält, wo er soll. Ach, ist das schön. Hier sind auch wieder einige leer. Der Zug fährt los. Es ist genial. Yeah. Coole Sache. Dann speichere ich eben mal, weil ich ganz gerne während der Fahrt aus dem Zug springen möchte. Ohne zu sterben. So. Zack. Wow. Gut. Die Bahnstrecke ist fertig. Das heißt, dass jetzt sogar mehr als zwei Züge da fahren können. Was wiederum heißt, dass ich hier sogar noch
dann einen Kupferzug irgendwie dran bringen kann. Weil vom Bahnhof her wird es eigentlich reichen. Vom Abstand, Kisten, Greifarme etc. Gut. Da oben ist auch alles mit Strom versorgt. Das hat ja alles geklappt. Okay. Ein Roboport habe ich noch. Das ist ganz gut, denn dann kann ich... Nein, natürlich nicht. Ich brauche noch einen zweiten. Dann würde ich nämlich gerne mal die Solarports mit dem Rest von der Base verbinden. Also ich einfach nur dann die Blaupause dahin klatschen muss und der Rest sich dann halt eben von allein aufbaut. Ich glaube, davon brauche ich noch welche und ein paar Zahnräder. Ein Roboport habe ich hier dabei. 600 Zahnräder ist vielleicht ein bisschen viel. So. Ganz schön übertrieben mit dem Stahl. Und mir gefällt's. Okay. Kann ich noch irgendwas automatisch machen lassen? Die Kisten werden ja gemacht. Oder? Nur, dass ich jetzt was Falsches sag. Kisten werden auch noch nicht gemacht. Okay. Wo baue ich denn meine Kistenproduktion auf? Was brauchen die eigentlich? Okay. Und... Alles klar. Dann baue ich eben mal diese Roboports dahin, dass das mal fertig ist. Ansonsten vergesse ich das auch wieder. Oh, ein Roboport kann hierher. Und einer kann hierher. Dann noch Strommasten. Na? Okay. So. Gut, der wird geladen, der ist geladen. Jawohl. Weil jetzt können die Bauroboter, wo immer die auch sind, spielt ja keine Rolle, hier die nächsten Solardinger bauen. Das schließt hier ab, ne? Ja. Da. Und zack. So, der Roboport. Hier, bitte den Roboport ersetzen. Okay. Lasst mich hier raus. Nein! Nicht einsperren! Hilfe! Ja, genau so soll das aussehen. Genauso und nicht anders. Wie viele Bauroboter? 112.